Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dörte Huth und ich möchte Ihnen heute mein neues Buch vorstellen, das am 8. Oktober 2013 im Südwestverlag erschienen ist. Es geht wieder um das Loslassen und das Buch heißt Lass los und werde glücklich. 52 Impulse für ein freies und unbelastetes Leben. Das Ganze ist ein Aufsteller, eine Art zeitloser Kalender. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, wichtig ist erstmal zu schauen, was belastet eigentlich, was macht diese Schwierigkeiten, was hält uns fest, wie das Ganze funktioniert. Das zeige ich jetzt mal. Es geht ja hier um das Loslassen in 6 Schritten. Ich lese einfach mal etwas aus dem Vorwort vor. Das Glück und das Loslassen sind eng miteinander verknüpft. Liebe Leserinnen und liebe Leser, eine Muschel schützt sich beispielsweise vor einer Bedrohung, indem sie ihre Muskeln anspannt und ihre beiden Schalenhälften vollständig schließt. Sie lässt erst wieder los, wenn die Gefahr vorüber ist und sie sich wieder ganz entspannt für die Nahrungsaufnahme öffnet. Ist ein Fremdkörper ins Innere der Schale eingedrungen, löst dieser eine Schutzreaktion aus. Die Muschel versucht, den Fremdkörper loszuwerden und ummantelt ihn deshalb Schicht für Schicht mit dem Baumaterial ihrer Schale. Im Innern einiger Muscheln entsteht dadurch diesen Verarbeitungsprozess eine wunderschöne Perle. Auch wir Menschen tragen solche Perlen in uns, als Lebenserfahrungen. Das Schicksal wirft uns so manche Stolpersteine vor die Füße. Unliebsame Veränderungen können uns verunsichern, lähmen, entmutigen und sogar zu Fall bringen. Solch ein Erlebnis hinterlässt vielleicht eine Narbe, aber es macht uns wertvoller, denn es sitzt wie eine kostbare Perle in unserer Seele. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick in Lass los und werde glücklich hat Ihnen gefallen und Sie sind neugierig darauf geworden, welche Impulse Ihnen das Buch zu bieten hat. Da ist ja jede Menge drin an Übungen, an Selbstchecks, an kleinen Selbsttests, wie man das machen kann mit diesem unbelasteteren und freieren Leben und wie man die Glücksmomente des Lebens so richtig genießen kann. Jedenfalls wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihr Loslassen.